Okay. Wie ist die Lage bei euch in Südtirol? Ich bin momentan in Monaco, weil ich Ah, bin, da ich habe. könnte schlechter sein, oder? Also. Ja, könnte schon schlechter sein, aber hier ist die Lage nicht so gut eigentlich. Wir müssen im Haus bleiben, eigentlich den ganzen Tag und ein bisschen langweilig, aber passt schon. Ja, hast du Gott sei Dank die PlayStation oder wie alle anderen? Ja. Du auch, oder? Ja, sicher, ich bin jetzt bei FIFA eingestiegen. Ich bin noch nicht auf dem Level, wo ich sein will, aber ich bin am Trainieren auf jeden Fall. Ja, geht schon, geht schon. Janik, du, kurze Frage noch. Warst du in Südtirol, wie das alles angefangen hat mit dem ganzen Corona? Nein, ich war nicht. Ich war in Ninja Wells und dann bin ich zurückgekommen nach gleich hier in Monaco Okay. und ich darf nicht nach Südtirol momentan. Ich glaube, hier gescheiter, wenn man nicht dorthin geht, ne? Ja, vielleicht schon. Na, auf jeden Fall. Ja, jetzt machen wir trotzdem kurz ein bisschen seriös über das Tennis, ne? Erste Ja. Frage, was hat mit der berühmten Karotte auf sich? Oh, die hat alles in Wien gestartet. Ich habe da auf dem Center Court gespielt, ich glaube nach dem Spiel nach Dominic Thiem. Und ich habe schon etwas gegessen vor dem Spiel, aber nicht viel. Und irgendwann, ja, jetzt ist das Spiel eh um und dann ist es noch im dritten Satz gegangen. Ich glaube, er hat gegen Verdasco gespielt. Und nichts, dann bin ich halt den Platz gegangen und im zweiten Satz war ich halt doch ein bisschen hungrig und so. Und dann habe ich zu meinem Coach gesagt, ich brauche etwas zu essen. Und der ist kurz rausgegangen und hat eine Karotte geholt, einen Apfel und ein bisschen Brot. Und dann habe ich mich halt für die Karotte entschieden. Ja, Karotte ist legendär, also ist nicht meine erste Wahl. Ja, nice. Oh, was, na, aber mir relativ, die Karotten schmecken mir, deswegen passt schon. Finde ich gut, ne? Also, ich meine, die meisten, wir brauchen jetzt nicht groß drüber reden, die meisten wissen mitgekriegt, was dann letztes Jahr war, also mit drei Challenger-Titel, ATP-Semi und alles, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Was mich mehr interessiert, ist, ob du ein schlechtes Gewissen hast. Ob ich Weil, einen? ob du ein schlechtes Gewissen hast, weil du hast ja mich letztes Jahr dreimal geschlagen, also. Ja, tut mir leid. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich glaub, weil du warst das erste Mal in Bergamo, Ja, in hab ein Bergamo, Spiel. da weiß ich noch, da komme ich dorthin und sehe die Auslosung und alle schreiben, der Italiener ganz okay eigentlich. Gut, man muss dazu sagen, alle drei Matches war erster Satz in Tiebreak mit Satzfällen für mich und dann zweiter Satz relativ klar. Ne? Und dann nachher kriege ich natürlich die Nachrichten, wie es halt so ist nach so einem Tennis-Match, wie kann es gegen so einen Italiener verlieren. Ja, ne? Und ich habe mir auch gedacht, Ja. was ist da wirklich passiert? Ne? Und auf einmal marschiert er durchs Turnier durch. Ne? Es gibt doch. Ja, du hast mir ein bisschen Confidence gegeben, sag mal so. Das freut mich. Ja, es gibt wirklich einige, die sagen, wenn du jetzt, sagen wir, ist ja wurscht, erste, zweite Runde in Bergamo verlierst, läuft das ja nicht so, weil du hast dann ja zwei Futures auch noch gewonnen. Siehst du das auch so oder glaubst du, dass das genauso gegangen wäre, halt nur vielleicht ein paar Wochen später? Na, ich meine, im Tennis generell braucht man manchmal so ein paar Matches oder vielleicht auch ein paar gewisse Punkte, die man machen muss, um ein bisschen Confidence zu gewinnen. Ja, die Ich habe ich glaube, gut gemacht gegen dich. du, die hast du perfekt gegen mich gemacht. Also ich war, ich habe, also vor Bergamo habe ich in Kasachstan ein 5, ich glaube 15 oder 25.000er gespielt, dann bin ich zurückgeflogen. Und dann habe ich gleich den nächsten Tag habe ich gegen dich gespielt. Und dann habe ich eigentlich gegen dich relativ gut gespielt. Und das war auch so ein Platz, wo man nicht sehr gut den Ball gesehen hat. Ich weiß Na, nicht, das ob du da. war Wahnsinn. Das weiß Das ich auch. war. Das war Weil unglaublich. da war irgendwie so das Licht und so. Und ja, und dann im Endeffekt habe ich gegen dich gewonnen. Und. Das nächste Spiel gegen Caruso und dann habe ich mich ja relativ gut gefühlt. Aber und nachdem ja, bin ich halt ein bisschen durchmarschiert Verbiss und das bescheidene Leben. ja, und auf jeden Fall, es war schon eine super Saison für mich eigentlich. Ich habe brutal viele Matches gewonnen und aber sonst, ich.
Ich bin einfach zufrieden eigentlich, wie ich mich entwickelt habe als Spieler eigentlich. Nicht, weil ich sehr viel gewonnen habe, also ich bin mehr zufrieden, wie ich mich so als Spieler entwickelt habe, besser Aufschlag und auch bessere Vorhand und ja. Ja, ich meine, ich habe es ja selber miterlebt. Wie gesagt, wir haben dreimal gespielt, ganz am Anfang, wie du das erste Turnier gewonnen hast, dann zwischendurch in Orléans, wo du euch Ja. fast umgeschossen hast am Netz. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Ja, hey, tut mir leid. aber alles gut. Und dann eben noch einmal in das letzte Turnier, was du auch gewonnen hast, in Ortiz. Ne? Also ich war Ja, und das war immer erste Runde für mich. Also in Orléans hast du auch dabei. Wir haben immer erste Runde gespielt. immer erste Runde und immer 7-6 im ersten. Ja, das ist eine Also. Satzquelle. Also, ich finde, einen Satz hätte ich mir schon verdient. Muss man. Muss. Ja. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch mehr. Ja, danke dir. Ja, danke dir. Das ist lieb, ja. Und sonst, wie schauen die nächsten Wochen bei dir aus? Also, gibt es in Monaco irgendwas, das jetzt lockerer wird oder wird das immer strenger bleiben? Also, wie schaut Ja, das Monaco? momentan sind hier die Leute relativ streng. Wir sind heute einmal rausgefahren, um einzukaufen und da haben sie uns zweimal aufgehalten mit dem Auto. Also man muss schon aufpassen hier. Ich Okay. weiß auch nicht, wie es bei den nächsten Wochen aussieht. Ein bisschen zu Hause trainieren und einfach fit bleiben. Ja, das auf jeden Fall. Ein paar Karotten essen und dann Karotten und na, ja, passt das schon. bleibst du schon. Gut, Janik, du hast eigentlich jetzt schon überzogen, was du mir versprochen hast an Zeit. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass du überhaupt die Zeit genommen hast. Für mich vor allem. Ja, danke dir. Sehr sympathisch, muss ich auch sagen. Also ich habe dich ja wirklich kennengelernt, wo darf ich das sagen, noch auf der Tour quasi ein Nobody warst. Und jetzt bist du einer der Stars auf der Tour. Aber ich muss sagen, du bist immer noch der gleiche und das ist echt super und mach einfach weiter so. Ne? Ja, Vielleicht gibt es noch eine Chance. danke dir. Viel Glück noch für die Sendung jetzt Danke, danke. Wir hören uns auf und jeden Fall. mach's gut und stay safe, ja? Mach ich hier Mach's auch. gut. Ciao. Jawohl. Servus. Ciao, ciao, servus. Tschüss, tschüss.